Hallo liebe User, hier ist der Holly vom Stellplatzführer.de. Ich bin mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren und habe einen Übernachtungsplatz gefunden, Praia de Falesia. Der Stellplatz liegt bei einem Restaurant, scheint geduldet zu sein, weil der Parkranger gerade hier war und hier stehen 4 Wohnmobile und er hat nichts dazu gesagt. Der Platz hat wirklich, ja, was würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man das hier vorne auch nutzen kann, aber Wohnmobile, knappe 20, würde ich sagen, gehen hier drauf. Der Rest wird von PKWs genutzt. Hier vorne ist ein Restaurant. Wir gehen mal zum Strand. Eigentlich erübrigt sich die Sache, wenn man in die Runde guckt. Da hinten steht sogar einer und hat Campingverhalten. Da vorne ist Müll. Jetzt gehen wir mal zum Strand. Ist nicht sehr weit, Video wird ja sowieso nicht lang. Hat keine Fähr- und Entsorgung. Jetzt haben mir zwei deutsche Mädchen erzählt, wenn man hier am Restaurant fragt, ob man übernachten darf, könnte man für 5 Euro übernachten. Aber bei mir unter Vorbehalt, ich weiß es nicht. Hier ist sogar eine Dusche, also hier duschen. Das sehe ich gerade, Strandduschen. Kostet aber 50 Cent, eine Minute. Aha, kein Shampoo benutzen steht da. Ob das Restaurant geöffnet ist, kann ich euch nicht sagen. Tische und Stühle sind gestapelt. Hier ist eine Kette vor. Behindertengerechte Toilette sehe ich da gerade. Aber wir schauen mal. Hier stehen Informationen. Strandböschung, man soll vorsichtig sein, sich nicht unbedingt an der Böschung denken. Mülltrennung, Papier, Plastik, Dosen, Restmüll. So, ihr lieben Leute. Ist das ein geiler Strand? Sind schon einige Badegäste da. Es sind auch welche im Wasser. Ich habe euch ja schon 2 Filmchen gedreht. Die auch schön sind. Und vom Strand her technisch. Hier sind Strandbuden. Entweder kann man hier liegen leihen oder der Bademeister sitzt hier. So, ihr Lieben. Das war's auch schon wieder. Das war ein kleines Video vom Übernachtungsplatz Praia de Falesia, ungefähr 3 Kilometer von Falesia Ort entfernt. Wie gesagt, keine Fähr- und keine Entsorgung und unter Vorbehalt 5 Euro die Nacht bei Fragen im Restaurant, aber da war jetzt keiner. Und ich wiederhole nochmal, der Parkranger war gerade hier, hat nichts gesagt zu den Leuten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, bitte sagt mir, was ich verändern oder verbessern kann. Wie immer erscheint ein Link unter dieses Video, der auf unsere Seite geleitet wird und ihr könnt weitere Informationen bekommen. Koordinaten blende ich noch ein am Anfang. Ciao, euer Holly vom Stellplatzführer.de.